Mensch, was bin ich doch für eine Labertasche, aber es gibt halt auch so viel zu erzählen über die einzelnen Dinge und seines 14 Minuten über den UI-Slider wie im vorherigen Video. Okay, dann steigen wir jetzt etwas schärfer ein, machen uns ein neues Projekt. Worum ging's denn? Wir wollten gegenläufige UI-Slider machen, also UI-Slider Reverse. Das wäre doch ein lustiger Projektname. Und das landet hier alles im Kapitel 6 und dann können wir schon in unser Storyboard gehen und jetzt geht das los. In unserem Filter tippen wir SLI für Slider mit Drag und Drop, nehmen wir uns einen heraus. Mit Command D können wir den duplizieren und haben gleich zwei davon auf dem Schirm. Und jetzt werden die Elemente hier positioniert. Einmal dorten und der nächste so halb da drunter. Ach, wisst ihr was? Das machen wir mit dem Outlet. Herr Jüstel, so schnell muss es auch nicht sein. Wir haben hier Constraints, ja, Auto-Layout-Constraints. Da gehen wir hin. 0.16.16, das wissen wir schon für das erste. Zack, da ist der Slider gesetzt. Und jetzt klicken wir mal auf den zweiten, Auto-Layout. Und den machen wir im Abstand, ja, 20 Punkt, machen wir mal zum oberen Slider. Und auch 16.16, ja, wir wollen ja das sehen. Oder wisst ihr was, wir machen die ein bisschen weiter auseinander. 50 Punkt, denn der eine soll ja den anderen nicht überdecken. Wenn wir mit dem Finger da rumtatschen, gut, auf dem Simulator fällt es nicht so auf, aber ihr könnt ja die Sachen immer wieder mal auf eurem Gerät auch ausprobieren. Dazu einfach hier, wenn es verbunden ist, ganz oben euer Gerät auswählen und dann auf Play drücken, dann läuft es ja schon auf eurem iOS-Device. Gut, wir haben zwei Slider. Ich würde sagen, Slider A und Slider B, die sollen gegenläufig sein. Das heißt, wir müssen vom Quellcode irgendwie unsere beiden Burschen erreichen. Machen wir uns also wieder den Assistant Editor auf und nehmen uns den oberen Slider, Drag und Drop mit der Kontrolltaste ein Outlet. Das ist Slider A und das hier ist dann eben ein Outlet und wir nennen das Ganze Slider B. So, da haben wir doch die zwei. Ja, und dann müssen wir natürlich auch auf die Bewegungen achten. Das heißt, Value Changed ist noch ein Thema. Also Slider A hier herüber, eine Action-Methode. Wir nennen sie Slider A Value Changed. Sind wir doch ganz höflich. Und Typ ist nicht Any vom Argument, sondern UI Slider. Da haben wir es schon. Und jetzt können wir das mal anders machen. Im Source Code Copy und Paste nennen die Methode Slider B Value Changed und ziehen von hier eine Linie auf unser UI Element. Also ihr seht immer wieder Source Code, Storyboard, Storyboard, Source Code. Das hat Xcode super sexy im Griff und die Elemente lassen sich so wunderbar verbinden. Ja, jetzt müssen wir überlegen, was wir denn tun, wenn der Slider A seinen Value changed. Und was haben wir? Wir haben einen Standard-Slider. Das heißt, wir haben einen Wert zwischen 0 und 1 und befinden uns eben irgendwo dazwischen, wo gerade der Daumen zieht. Also müssten wir doch, wenn der Slider A den Value changed, sagen, lieber Slider B, dein Wert ist 1 minus dem, wo ich gerade bin. So, weil wenn ich auf 0,3 bin, dann soll eben der Slider B auf 0,7 sein. 1 minus 0,3 ist 0,7. Also müsste, wenn ich den Slider in die Richtung bewege, der Slider in die Richtung sich bewegen. Und das Gleiche haben wir natürlich dann auch hier für den Slider B zu machen. Entsprechend ist, wenn sich der Slider B bewegt, der Value vom Slider A zu setzen auf 1 minus dem Wert, den unser Slider B, der ja hier in diese Value Changed Methode reinläuft, gerade hat.
Ja, das sieht doch super spannend aus, ne? Und können wir mal hier vielleicht den Source Code ein bisschen aufräumen? Dann sehen wir, dass hier wieder eine Leerzeile zu viel war. Ihr seht ja, Xcode bricht da automatisch um und dementsprechend rutscht das dann mal auseinander, gerade hier bei dem riesen Font, den ich gewählt habe. Aber es soll ja für euch angenehm sein, das hier am Video zu schauen. Ja, und bevor ich wieder 14 Minuten schwätze, schauen wir uns das mal an und lassen unseren weltbesten Simulator nach vorne kommen. Und jeder, der schon mal Android entwickelt hat, ist da immer neidisch, wie schön schnell unser Simulator auf der iOS-Entwicklerseite nach vorne kommt. Ja, und dann lassen wir doch mal gucken. Ah, wenn ich jetzt hier bewege, geht der untere. Und wenn ich den unteren bewege, geht der obere mit. So. So weit, so gut. Aber ich habe ja ein bisschen mehr versprochen. Ich habe gesagt, wir wollen das Ganze auch mal animiert machen. Ja, also ein bisschen weicher. Und jetzt ist nämlich da die Frage, wie kriegen wir denn das hin? Und dann wollen wir mal schauen, wenn ich den oberen Slider bewege, möchte ich gerne für den Slider B einen Wert setzen, Set Value. Und ihr seht, jetzt kann ich das auch über eine Methode machen. Der Wert ist 1 minus meinem Wert. An der Rechnung kommen wir nicht vorbei. Aber hier gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, animated true. Wir wollen das Ganze animiert machen. Und wir sehen, wenn wir es ausführen, dass wir nichts sehen im Vergleich zu vorher. Denn der Wert ändert sich alles andere als animiert. Es ist immer noch genauso, dass wenn ich den Slider oben bewege, unten der einfach nur gegenläufig ist. Aber wenn ich das Ganze in einer UI-View Animation mache, dann wird das Ganze auch berücksichtigt und wir haben tatsächlich eine Animation. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie ich das meine. UIView ist eine Klasse. Auch eine Klasse kann Methoden haben. Also nicht nur die Instanz einer Klasse, sprich wir haben unser Automobil, haben wir uns eins gemacht und dann sage ich Set Throttle auf 5, dann habe ich also von einem bestimmten Auto den Wert auf 5 gesetzt, sondern auch eine Klasse kann Methoden haben, die eben übergreifend dient, die eben übergreifend im Zugriff sind. So, das klären wir noch mal in dem nächsten Achtung Swift-Teil. Das ist klar. Hier nur kurz die Erklärung dafür. Aber wir machen ein UI-View Animate. Wir wollen also mit einer Dauer etwas tun. So, und die Dauer, die wir haben, soll jetzt mal ganz massiv, ja, eine Sekunde sein. Und jetzt kommt es hier dazu, dass wir eine Animation vergeben können. Und das ist ein sogenanntes Closure, ein Stück Code, was ausgeführt werden soll, aber es soll eben eine Sekunde dauern. Und wenn ihr jetzt hier auf diesem blauen Bereich Return drückt, dann wird das aufgelöst von Xcode. Und ihr seht, aha, auf einmal ist dieses Code verschwunden und wir haben jetzt hier eine geschweifte Klammer. Wie das genau zusammenhängt, das werden wir dann im nächsten Achtung Swift-Teil klären, wenn wir uns um die Closures kümmern. Hat was damit zu tun, dass wenn das letzte Argument einer Methode ein sogenanntes Closure ist, man tatsächlich auch dieses Argument entfernen kann und durch eine geschweifte Klammer hinter der runden Klammer zu, die die Methode abschließt, tatsächlich ersetzen kann. So, und jetzt haben wir noch ein kleines weiteres Problem. Ich befinde mich hier jetzt in einem Codeblock, der animiert auszuführen ist über die Dauer von einer Sekunde. Und in dem Moment muss man quasi sagen, das ist jetzt so ein, ja, ein Fremdbezug. Und unser Slider weiß gar nicht mehr, wo soll er denn herkommen? Ja, der ist hier quasi unbekannt. Und wir können dann unseren Assistant Editor
auch als Hilfe verwenden. Ich gehe mal hier auf die Single-View-Darstellung zurück und wir können dann hier draufdrücken auf dieses Rote, auf diesen Fehler, und wir sehen hier diese referenzierte Property Slider B in einem Closure. Erwartet jetzt explizit ein Self, damit eben auch hier der Bezug hergestellt werden kann aus dem Closure heraus zu unserem Element. Ja, klingt alles furchtbar kompliziert, ist es auch. Das Schöne ist, wir sehen, der Compiler zeigt uns einen roten Blöbbel, wir klicken drauf und können sagen, fix mir das. Und ihr seht, der Compiler oder Xcode hat jetzt hier Self Punkt eingeführt. Ja, nochmal mit dem Fehler stand es eben so. Und dann sagt der Xcode hier, Junge, ist was falsch. Und dann klickt man drauf und sagt, ja, dann reparier's doch. Und ihr seht also, ihr bekommt so eine Hilfe on demand. Ihr müsst jetzt noch nicht alles direkt verstanden haben. Da bin ich auch ehrlich. Ne? Wie gesagt, Lernkurve flach halten. Erstmal zeigen, was geht. Ja, und dann wollen wir auch zeigen, was geht, und gucken uns unser Beispiel mal an und haben mal so einen ersten Ausflug in UI View Animate. Und wenn ich nämlich jetzt hier oben meinen Wert ändere, schaut mal, mit einer Sekunde Verzögerung ändert sich der Wert unten. Ihr wollt das extremer haben, bitteschön, dann sagt ihr with duration 2 und dann soll eben innerhalb von 2 Sekunden der Wert des Sliders B auf den eingestellt werden, den Slider A hat. Fahren wir mal hier hin, 21, 22, fahren wir mal dahin, 21, 22, und ihr seht, egal welche Änderung man macht, da wird immer 2 Sekunden dauern, bis der untere Slider den Wert angenommen hat, entgegengesetzt dem oberen. Ja, und da wir das nur in der Slider A Value Changed Methode gemacht haben, ist natürlich die Slider B Value Changed Methode immer noch davon unabhängig. So, also jetzt habt ihr zumindest Appetit bekommen, dass es sich lohnt, mal mit einem Closure zu beschäftigen und einer Class Method, die eben etwas animiert über eine Zeit. Und stellt euch vor, ihr hättet das programmieren müssen. Ja, wie viel habe ich mich bewegt? Okay, dann brauche ich einen Timer, muss den mal auflösen, möglichst fein, in Millisekunden. Ich habe 2 Millisekunden. Wie viel muss ich denn jetzt pro Millisekunde den Wert ändern? Ja, Blödsinn. Das macht doch alles hier unser UI-Slider für uns über die Methode setValueAnimatedTrue. Und nur für die Kritiker unter euch, wenn ich sage, lieber Slider B, setze deinen Wert ab, aber setze ihn nicht animiert, dann ist es tatsächlich auch so, dass alles, was da außen herum ist, wieder Schall und Rauch ist. Und wenn ich jetzt hier den Slider oben ziehe, ist unten der Wert immer direkt gesetzt. Also Animated True ermöglicht, wenn der Set Value innerhalb einer Animation läuft, auch die Werte animiert zu setzen. Dementsprechend steht hier nicht Slider B Value gleich, sondern Slider B Set Value. Wir müssen eine Methode aufrufen. Und hier, wenn ihr auf diesem Inspektorbereich euch das Fragezeichen angeklickt habt, seht ihr ja immer gleich eine kleine Hilfe. Set Value, Animated. Was ist das? Woher kommt das? Was kann man da tun? Seit wann gibt es das? Das gibt es seit iOS 2. Ist also schon was länger her. Also, Klassenziel erreicht, UI Slider Reverse, 2 Slider, die gegenseitig laufen, je nachdem, wie ihr bewegt. Und den einen haben wir mal animiert gemacht. Ah, das macht doch Appetit auf UI View Animations, oder?